Möchte man Dateien auf den Fire TV bringen, da war meine Waffe der Wahl eigentlich immer der ES Explorer gewesen. Der hat zwei entscheidende Vorteile gehabt. Der war in der Lage, einen FTP-Server aufzumachen, das heißt, ich konnte Dateien von jedem Netzwerkgerät aus, also von jedem Handy oder von jedem PC aus, relativ einfach übertragen auf den Fire TV. Der andere Vorteil war, dass aus der App selbst APK-Dateien installiert werden konnten. Das heißt, ich konnte also APKs öffnen, die offiziell gar nicht im Amazon Store für Apps eben vorhanden waren. So zum Beispiel Kodi. Scheinbar haben die Macher von ES Explorer aber gemerkt, dass sie damit wohl alleine auf weiter Flur sind, die solche Vorteile bieten, und haben jetzt eine Abo-Falle eingebaut. Zugegeben, die Abo-Falle gibt's schon länger, mich hat das aber die ganze Zeit nicht gestört, da ich mich darum rumarbeiten konnte. Fällt man auf die Abo-Falle herein, will ES Explorer auf einmal 9 Euro im Monat haben. In diesem Video möchte ich euch eine alternative Methode vorstellen, wie ihr Dateien zum Fire TV übertragt, und ich verrate euch auch, warum diese Methode jetzt für mich wichtig geworden ist. In einem meiner letzten Videos war genau das Thema, dass ich auf dem Fire TV 4K ganz gut RetroArch installieren kann und damit sogar PlayStation 1 Spiele emulieren kann. Und damit sind wir auch schon beim Thema. PlayStation 1 Spiele sind bekanntlich auf einer CD rausgekommen und haben entsprechend viel Speicherplatz verbraucht, den der Fire TV Stick einfach nicht hat. Eine naheliegende Lösung wäre jetzt einfach auf USB-OTG zu gehen. Kennt man vom Handy, gibt es einen USB-OTG Adapter, einfach den USB-Stick reinstecken und den Adapter mit Stick an das Handy anstecken. Am Smartphone kann ich dann direkt sehen, dass der Stick erkannt wird. Er leuchtet schön rot. Was soll ein Always-Stick sonst auch tun? Der USB-Stick selbst benötigt natürlich Strom. Und bei der OTG-Variante mit dem Handy bekommt er den Strom natürlich vom Akku des Handys. Würde ich jetzt versuchen, den gleichen Trick beim Fire TV-Stick zu machen, dann bekommt weder der USB-Stick Strom, noch der Fire TV-Stick hat dann Strom, denn die Buchse, wo ja normalerweise das Stromkabel über Micro-USB angeschlossen wird beim Fire TV, ist ja nun belegt mit dem OTG-Adapter. Um das Problem zu lösen, gibt es ein sehr günstiges Kabel auf Amazon. Ich glaube, ich habe 1,70 Euro dafür bezahlt. Und mit dem kann ich beides herstellen. Also ich kann dafür sorgen, dass der Fire TV Strom bekommt, und ich kann dafür sorgen, dass der USB-Stick angeschlossen werden kann. Das Kabel selbst hat einen Micro-USB-Eingang und einen Ausgang. Der Ausgang wird natürlich an den Fire TV Stick angeschlossen, und an den Eingang kommt die Stromversorgung, die vorher direkt im Fire TV Stick gesteckt hat. Nun habe ich eine USB-Buchse zur Verfügung, an die ich jetzt zum Beispiel meinen USB-Stick anschließen kann. Auf dem kann ich jetzt irgendwelche ROMs auslagern, ich kann aber auch ganz einfach darauf APK-Dateien speichern und die dann im Fire TV installieren. Ich habe jetzt nochmal auf dem Handy geschaut, ob das überhaupt funktioniert, also ob überhaupt Strom verbraucht wird, also das Laden beim Handy funktioniert oder halt beim Fire TV Stick die Stromversorgung hergestellt wird und ob gleichzeitig der Stick betrieben werden kann. Ja, und das funktioniert, kann man hier am Handy sehen. Die Ladelampe leuchtet zum einen und der Stick leuchtet auch auf. Also genau das, was ich haben möchte. Wir können also gleich zum Praxiseinsatz übergehen und den Fire TV am Fernseher anschließen. Es gibt viele kostenlose Apps, zum Beispiel den Total Commander, der es euch ermöglicht, auf euer Dateisystem zuzugreifen auf dem Fire TV Stick. Vorteil vom Total Commander ist, dass der ganz offiziell im Fire TV Store oder im App Store von Amazon erhältlich ist, also regelmäßig auch mit Updates versorgt wird. Hier muss ich dann auf die oberste Ebene navigieren, bis ich zur Übersicht meiner Geräte bekomme. Da sehe ich dann zum Beispiel den internen Speicher, aber auch den gerade eben angeschlossenen USB-Stick. Und darauf habe ich schon mal testweise eine APK abgelegt, und die können wir jetzt auch direkt installieren. So kann man also das teure ES Explorer Abo mit 1,70 Euro oder so einem flimsigen USB-Kabel umgehen, und gleichzeitig gewinnt man noch die Möglichkeit, den Fire TV Stick mit mehr Speicher auszustatten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich jetzt hier über ein Abo, und im Outro bekommt ihr noch ein paar weitere Videos von mir.